Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dazu geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Das hier sind die Söldner, bevor sie da in diesen Außenposten einnehmen. Und der Provi sieht sofort, die haben sich vorher erstmal noch einen Kaffee am Kiosk geholt. Die kommen hier mit dem Togo-Becher. Und so ein Tropenhut. Also, also in Uniform. Da waren jetzt zwei Söldner mit Tropenhut, ja. Kaffee und im Hintergrund ein Panzer. Ja. Ja, so nimmt man heutzutage das Hauptquartier der russischen Armee ein. Howdy ho, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres revolutionären Presse- und Medienpodcasts. Heute mal zu dritt. Im Hause des Sammers, des Sammersurium. Bei mir sind der Herr Sammer natürlich, der Herr Ferrari Prollo und ich, Ben Cartwright. Und wir haben uns vor dem Aufzeichnungstermin noch einen kleinen O-Ton eingeholt dazu, dass wir heute in dieser Besetzung sind. Herr Kunz hat das damals sehr schön auf den Punkt gebracht. Es war optimal, der Matthias von hinten und der Jürgen Klinsmann von vorne. Das war ein ideales, also ich meine jetzt auf dem Platz. Das war ein ideales Duo auf dem Platz und auch außerhalb. Mein Gott, ey. Ja, und Duo sind wir heute auch, genau wie die drei auf dem Platz. Und wer den Fehler findet, darf uns gerne schreiben. In diesem Sinne starten wir einfach mal mit etwas bisschen Aktuellem, denn wir sind ganz gefasst mal wieder, beschäftigt uns die Tagespresse, die wir hier gerne geflissentlich ignorieren. Ich finde, es sind zwei Themen, die ganz groß eigentlich diese Woche waren. Ein U-Boot, was irgendwie aus alten Flugzeugteilen zusammengekloppt war und dann implodiert. Das geht einem ja irgendwo nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Pressefeed. Und natürlich gestern. Was war gestern, Sammer? Ja, was zum Hank Frank war da los in Russland? Das ist da nicht zu fassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich rätsel noch. Also die ganze Welt, ich hätte jetzt fast gesagt ganz Deutschland, aber im Prinzip die ganze Welt rätselt doch. Was sollte das jetzt? Der marschiert da gern Moskau. Macht das Maul groß auf und dann bricht er ab und man sieht überhaupt nicht, was er jetzt davon hat. Also sprich, hat er irgendetwas ausgehandelt, was wir nicht wissen, was vielleicht wir nicht wissen und damit es Gesichtswahren für Putin ist, wird vielleicht der Verteidigungsminister irgendwie jetzt erst in ein paar Wochen, Monaten oder so gefeuert? War es vielleicht eine Inszenierung, wie auch nur teilweise gerätselt wird? Also es ist irgendwie, also ich glaube, so schräg kann es nur in Putinland zugehen. So schräg, das ist schon so schräg, das kannst du so gar nicht planen, finde ich. Ich habe übrigens das einzig informative Bild hier auf Twitter gefunden. Ich zoome euch das mal ran. Das hier sind die Söldner, bevor sie da in diesen Außenposten einnehmen. Und der Provi sieht sofort, die haben sich vorher erstmal noch einen Kaffee am Kiosk geholt. Die kommen hier mit dem Togo-Becher. Und so ein Tropenhut. Also, in Uniform. Da waren jetzt zwei Söldner mit Tropenhut, ja. Kaffee und im Hintergrund ein Panzer. Ja. Ja, so nimmt man heutzutage das Hauptquartier der russischen Armee ein. Ein Insider-Video zeigt die sogar, wie die da in der Schlange stehen und warten, dass sie drankommen. Ja, aber so fängt, ich meine, man hat ja auch so die Büromenschen unter uns. Man geht halt zur Arbeit, braucht unterwegs einen Kaffee und das. Ja, aber bei diesem Posten, da wird ja gemutmaßt, dass das zumindest abgesprochen war, weil sind ja Tausende von Soldaten, die sich hätten wehren können und die sind da einfach hin und haben gesagt, so, wir machen das jetzt hier da mit dem Kaffee in der Hand. Also das war, glaube ich, klar, dass da irgendwo die gemeinsame Sache machen. Und was mich nur überrascht hat, als gestern Abend dann kam Deal und er dreht um, dass er angeblich schon 200 Kilometer vor Moskau war, weil das sind ja mal, ich glaube, 1000, noch was, 2000 Kilometer von dem Grenzposten da entfernt. Und auf einmal stand er da mehr oder weniger im Großraum Moskau. Ja, aber das, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so viel kilometermäßig war. 2000 kommt mir ein bisschen viel vor. Aber unabhängig davon, das ist ja übrigens einer der Gründe, weshalb die Russen auch diesen ganzen Popanz um die Ukraine machen,
Die haben im Prinzip, Moskau ist komplett ungeschützt. Moskau ist ja auch schon, und damit auch die Russen, ist ja im Laufe der Historie schon auch mehrfach einfach überrannt worden. Da ist nichts. Also das ist Geopolitik, was die ja auch betreiben, weil sie nichts haben, keine Gebirge, kein gar nichts, was sie da irgendwie schützt. Da ist einfach alles plattes Land, da kannst du einfach eine Armee sozusagen direkt durchs Land jagen. Und das ist zumindest auch einer der Gründe, warum die ja rings um sich herum so gerne so viel Puffer bis Moskau haben. Ja gut, da greift man natürlich schon mal das Nachbarland an. Ja, genau. Also es ist ein ganz diffuses Bild und eine ganz diffuse Gefühlslage bei mir gestern gewesen, weil zum einen sind diese Wagner-Typen ja jetzt keine gutherzigen Revolutionäre. Das sind ja Killer eigentlich, ne? Die sind brutalste Mörder, die auch Zivilisten umbringen und mit ganz grausamen Methoden Krieg machen. Und das nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen afrikanischen Ländern schon getan haben. Und auf der anderen Seite denkt man dann so, ja geil, komm, jetzt beendet das mal da und vielleicht kommt dann was in Bewegung und dann bricht vielleicht da der Machtapparat Putin zusammen und man kommt vielleicht einmal zu, irgendwie friedlicheren Zeiten wieder. Also da keimte in mir, obwohl ich die alles andere als supporte, ja fast so ein bisschen Hoffnung auf, dass das irgendwie was Positives bringen kann. Obwohl man ja auch bei Bürgerkriegen eigentlich auch immer viele Menschenleben verliert. Also das ist jetzt hier, glaube ich, nicht passiert bisher, aber hätte ja dann sein können. Ja, aber was glaubst du denn dann, wenn du sagst, dass das da schon in, wie heißt das da im Süden, Rostov oder was? Wenn du sagst, dass es da schon irgendwie abgesprochen gewesen, was jetzt nicht irgendwie, finde ich, zwingend daraus hervorgeht, dass da kein Schuss gefallen ist. Aber wenn du das glaubst, glaubst du dann, dass auch dieser Deal und überhaupt dieser Marsch nach Moskau, dass das alles irgendwie nur quasi ein Scheingefecht war, um was zu erreichen, was auch immer? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Scheingefecht war. Also ich habe jetzt nicht gelesen, warum das ein Scheingefecht sein sollte. Es hat einen nur gewundert, dass er da im Endeffekt mit noch so vielen Soldaten auf Moskau zulaufen kann. Meinen Augen recht weit, recht kurzfristig, recht weit kommt und dann ja irgendwie so mir nichts, dir nichts, irgendein Deal einfädelt und auch freies Geleit wieder aus dem Land raus hat, angeblich nach Weißrussland. Also das ist schon komisch und das könnte zumindest sein, dass eben bestimmte Kräfte da durchaus auch sich für die Wagner-Söldner und für den Prigozhin da ausgesprochen haben. Keine Ahnung, vielleicht hat sich auch Putin gedacht, okay, ich kann jetzt hier das auch nicht unbedingt gewinnen zu meinen Gunsten und hat gedacht, dann mach mal halt einen Deal und gucken, dass wir da einigermaßen gesichtswahrend rauskommen. Aber was ist die Gesichtswahrung für Prigozhin? Was hat er gewonnen? Das weiß man bis heute nicht. Vielleicht war das eine kleine Preisverhandlung. Der hat ihm gezeigt, dass er das machen kann. Der hat gesagt, dass er ungesühnt mit seinen Leuten durchs Land. Ist er dann jetzt quasi erstmal raus und darf irgendwie ins Exil nach Belarus? Das ist alles irgendwie komisch. Ja. Also es wird ja irgendwie gemutmaßt. Es gibt Leute, die sagen, die sind jetzt irgendwie in Belarus und jetzt werden sie wahrscheinlich von Belarus aus mit den Wagner-Söldnern die Ukraine angreifen. Andere sagen, das ist totaler Quatsch. Denn erstens hättest du die auch so dahin verlegen können, da brauchst du nicht so ein komisches Theater machen und zweitens wurde auch gesagt, dass du auch mit den Wagner-Söldnern, die ein Jahr gebraucht haben, irgendwie Bachmut zu erobern, Kiew nicht erobern kannst. Also das klingt für mich auch irgendwie einleuchtend, zumal Putin ja einen totalen Gesichtsverlust erlebt. Eben, also für den ist das ja keine gewinnbringende Situation gewesen. Also ja. Sehr ja. Also sehr strange, okay. Also ich sehe schon, ihr werdet aus den Hosen auch nicht schlau. Nee, wir bleiben natürlich knallhart an der Sache dran. Und sorgen für ordentlich Popcorn. Genau. Und was war das Zweite jetzt, Ben? Du hattest auch noch irgendwas. Ja, dieses U-Boot, Titan. Ach, das U-Boot, auf dem Weg zur Titanic verschollen ist und dann jetzt auch wohl klar ist, dass es relativ kurz nach seinem Abtauchen implodiert ist. Und zumindest ich habe mich offensichtlich so oft um solche Artikel bemüht und darauf geklickt, dass ich von Google das jetzt die ganze Zeit vorgeschlagen bekomme. Auch so Fragen wie, was passiert mit einem menschlichen Körper, wenn
man in einem implodierenden U-Boot sitzt und derlei Dinge. Und? Hast du schon mal eine Dose Thunfisch aufgemacht? So sieht man dann wahrscheinlich, aus. Wahrscheinlich, ja. Aus, ja. Also er zerreißt wohl in viele Stücke, weil, wie war das, 300 Kilo Wasserdruck lasten auf einem Quadratzentimeter, irgendwie so gab es so Berechnungen. Ja. Also das ist schon ziemlich viel Druck, der dann in dem Moment auf diesen Körper wirkt. Also du zerplatzt wahrscheinlich wie so eine Wasserbombe, die gegen die Wand geschmissen wird. Ich vermute, ja. Ich habe das zur Abwechslung, ich versuche mich ja von Twitter eigentlich fernzuhalten, aber ich habe das zur Abwechslung mal eben so wie die Nummer mit den Russen übrigens auf Twitter verfolgt und dann tatsächlich hast du so 30%, ich sag mal, Erklärung und Mitfiebern und so und aber auch ungefähr 70% gefühlt einfach Häme, ja, dann wird der PlayStation-Joystick vorgezeigt, mit dem der Typ da dieses U-Boot steuert. Oder irgendwie sich darüber lustig gemacht, dass er sich das im Grunde ja zusammen hat zimmern lassen. Und das kann natürlich einerseits alles sein. Ja, also so tragisch jetzt die Geschichte ist. Aber ich weiß nicht, also mich würden, glaube ich, ein normales U-Boot schon keine 10 Pferde kriegen. Aber würdest du so 4000 Meter mit so einem Typ runtertauchen? Nein. In so einer Hülse? Nein, Prollo, ich stimme dir voll zu. Mich würde schon in ein normales U-Boot, also in ein normales U-Boot, das dann auch taucht, keiner reinkriegen. Ganz ehrlich, da stehen irgendwie die Reize, irgendwie mal aus so einem Ding rauszugucken, kein Verhältnis zu dem, was ich dabei fühle, nämlich irgendwie, keine Ahnung, Schiss bis in die Buchse. Also nee, das würde ich auf keinen Fall machen. Das einzige U-Boot, das ich betreten würde, ist, irgendwo steht doch U96 von das Boot, das steht doch bestimmt in irgendeinem Museum. Im Technikmuseum, ne? Da ist doch jetzt, schaffen sie doch ein neues U-Boot hin, ins Technikmuseum Speyer oder Sinsheim, das sind ja so ein Doppelmuseum. Ja, in so ein U-Boot. In einem war ich da auch mal drin, also eins steht da, glaube ich. Und das war so schon beklemmend, ja, wenn du das, du weißt ja, du bist an Land, ja. Und ich war mal in Kiel, da steht auch auf der anderen Seite von Kiel da, wie heißt das da, Insider kennen das, da steht ein riesen U-Boot am Strand, kann man auch rein. Mhm. Jawohl, Herr Kalein. Ja. Ja, nee, also das fand ich irgendwo tragisch und dann gab es natürlich auch immer die Diskussion, warum interessieren sich alle für 5 reiche Leute im U-Boot und nicht für die untergegangenen Flüchtlinge und so weiter. Das ist natürlich auch irgendwie Medien. Also offensichtlich hat man sich sehr daran gewöhnt, dass sie halt ertrinken auf ihrer Überfahrt. Ja. So leid es und so traurig es klingt. Aber ja, das ist halt genau das Problem an der Sache. Es ist einfach, muss man einfach auch zugeben, spannend. Ja? Also eine Frage des Nachrichtenwerts. Das ist eben das Fiese daran, dass die Flüchtlinge quasi jetzt mittlerweile sind schon so viele ertrunken, da kommt es jetzt auf ein Boot auch nicht mehr an. Ja, das sind halt die Dinge, die so im Kopf passieren. Und jetzt hattest du halt mal eine Geschichte, die völlig anders ist. Und das ist ja ganz klar, auch jeder gute Film läuft ja so, dieser Spannungsbogen. Ja, erstmal sind die nur verschwunden, dann wird vorgerechnet, wie viel Sauerstoff haben sie. Dann werden Spuren gesucht, dann klopft irgendwer. Dann klopft doch keiner. Ja, und das ist halt einfach, ich sag mal, für den Unterhaltungswert Gold. Ja, und diese Tragik dahinter, ob das, weiß ich nicht, also ob das jetzt reiche Leute oder sonst wer normale Leute sind, weiß ich nicht, ob das jetzt von Belang ist. Ja, also ich glaube, man hätte nach, im Prinzip, da wäre da nach jedem eine Suchaktion gestartet worden. Ja, das stimmt, ja. Und, ja. Aber es war ja auch ein Thema, dass es zumindest bei einzelnen Gästen $250.000 gekostet hat, um da sich in die Sardinendose zu quetschen. Ja, ist ja nicht so, dass sie das Geld noch brauchen. Ja, ja, jetzt aber ich gebe euch recht, aber es ist natürlich schon zynisch, um das nochmal gerade abzuschließen. In der Tat, wen interessiert, ob die griechische Küstenwache das Unglück verursacht hat, indem sie sich völlig dämlich verhalten haben und dadurch eine Panik auf dem Flüchtlingsboot verursacht haben, wo irgendwie Hunderte ums Leben gekommen sind. Das findest du jetzt noch irgendwo hin, ganz hinten in kurzen Artikeln vielleicht erwähnt. Das interessiert keinen, aber das und wie viele U-Boote da zerschmettert am Grund der Titanic liegen und wer genau da jetzt ums Leben gekommen ist, was es gekostet hat, das ist alles irgendwie
viel interessanter und es ist schon irgendwo zynisch. Das muss man schon sagen. Also ich denke mal, mit dem Flüchtlingsboot, das wird schon noch eine juristische Aufarbeitung haben. Ja, das passiert ja klassischerweise jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ja, da hast du natürlich recht, klar. So viel zur tagesaktuellen Lage, mehr oder weniger, die wir hier meistens ja umkreisen mit spannenden Geschichten. Und während ich ganz kurz erzähle, was ich hier auf den Tisch gestellt habe, können wir ja gleich mal einen kleinen Teaser machen. Also zum einen habe ich hier für den Prollo und mich ein Warsteiner Brewers Gold. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Warsteiner ist nicht meine präferierte Marke, aber Brewers Gold klang cool. Und dann, damit der Sommer, der heute noch fahren muss, auch was trinken kann, hat die gute Ines uns was mitgebracht, mal wieder. Die haben wir ja letzte Sendung noch gegrüßt und die grüßen wir auch jetzt wieder. Und sie hat uns aus Malta eine klassische Zitronen- oder was ist das? Ich glaube Orangenlimonade, man kennt es, Kinney, Bittersweet Refreshment, Mediterranean Classic. In der Dose, aber da sind die halt auch nicht so weit wie bei uns, mitgebracht, die ich jetzt auch mal aufmache. Es ist nur eine kleine Dose, die wir uns jetzt hier teilen. Ich weiß nicht, sag mal, ob du noch, sonst nimmst du einfach die Dose, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Während der Prollo und Ines, ich so einen kleinen. Super, du bist echt die Beste, also die zuverlässigste hier, die uns mit Leckereien beliefert. Sieht aus wie Diesel, also Diesel im Sinne von Cola Fanta. So, ich reiche mal das Ding rüber. Jawohl. Dankeschön. So, nichtsdestotrotz. Prost, ja, ihr Lieben. Prost. Heute ist ja warm, müssen wir viel trinken. Das Zeug trotzdem mal. Und das starten wir jetzt einfach mal. Aber die Leute wollen es ja nicht trinken hören, die wollen ja unsere Super-Stories hören. Und da frage ich doch einfach mal, was habt ihr euch denn so gedacht, heute zu erzählen? Ja, was habe ich mitgebracht? Also ich habe hier einiges liegen, aber zwei Sachen habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Zum einen werde ich darlegen, dass und wo das sozusagen entschieden wurde, dass jetzt eindeutig belegt ist, dass die Bibel ein Schweinskrambuch ist. Und außerdem habe ich eine wirklich geile Story zur AfD, in dem Zusammenhang natürlich auch schöne Grüße nach Thüringen und vielen Dank an die Menschen dort, die da den ersten AfD-Landrat gewählt haben. Was soll's, 1933 ist ja schon fast 100 Jahre her, also insofern muss man auch nicht mehr viel nachdenken vorm Wählen. Aber hinter dieser Ironie verbirgt sich jetzt eine ganz andere Geschichte, oder nicht hinter dieser Ironie verbirgt sich, aber ich habe eine tolle Geschichte darüber, warum es entgegen dem, was die Thüringer jetzt gemacht haben, sich definitiv nicht empfiehlt, die AfD zu wählen. Okay, werden wir heute mal ungewohnt politisch. Prollo, du kannst auch das Niveau bestimmt wieder runterziehen. Richtig, also erstmal werde ich ein bisschen was über Gebäckmitnahme im Flugzeug berichten. Konkret bei Ryanair. Und von den Balearen, da will ich jetzt gleich noch was zu sagen. Und ansonsten, kleines Ratespiel, was hat mit Vögeln zu tun? Hat vier Buchstaben und fängt mit Mö an. Öwe. Richtig. Völlig klar, es war sehr leicht zu erraten, die Möwe. Ich habe mal wieder einen kleinen Möwenklassiker aus dem Bereich unter der Gürtellinie dabei. Leider zum Leidwesen der Möwe, aber mehr will ich noch nicht verraten. Ja, das ist ja fast eine perfekte Überleitung, denn ich möchte heute ein 100 Jahre altes oder mehrere 100 Jahre altes Rätsel auflösen, das sich die Menschheit schon immer gestellt hat. Und ich möchte jetzt noch nicht verraten, wie das Rätsel lautet und schon gar nicht, wie die Antwort lautet. Aber auch meine zweite Geschichte, also das Rätsel hat mit Tieren zu tun, mit Vögeln könnte man sagen oder ähnlichen Artgenossen. Und das, was ich sonst noch mit habe, hat auch mit Vögeln zu tun, nämlich drogenabhängigen Störchen. Das fand ich ganz geil. An sowas kann ich nicht vorbeigehen. Ja. Also selbst wenn wir jetzt
um die eindeutigen Themen drumherum kommen. Mit der Drogennummer kommst du jetzt aus der Explicit-Markierung auch schon nicht mehr raus. Deswegen. Ja, das war ja nur letzte Woche die Challenge. Feuerfrei. Also ich finde, ja, ohne den Beef, den wir hiermit schön grüßen, mach halt Urlaub, meine Fresse. Ja, wenn du Urlaub brauchst, wir brauchen es nicht. Richtig, den haben wir bisher gar nicht erwähnt, oder? Der Beef sitzt heute Abend schön am Strand, hat uns geschrieben. Deswegen hat er auch keine Zeit, sich hier telefonisch zuzuschalten. Ja. Das nenne ich Prioritäten setzen. Ganz schlechter Empfang am Strand. Ja, ja, wer weiß, was der für eine Nummer da heute noch wählt. Ich würde es ihm gönnen, Urlaub bei Familie Rogers. Und wir werden aber trotzdem hier unseren Spaß haben. Und jetzt habe ich eigentlich den Faden verloren, was ich ursprünglich sagen wollte. Ich wollte ihn ja gar nicht dissen, ich wollte ihn nur grüßen. Ja, komm. Ach ja, genau, mit dem Explicit. Ja. Das macht ja nur Spaß, so eine Challenge, wenn der dabei ist. Weil er ist ja, das muss man einfach nochmal sagen, der Loser der Challenge. Der hat als erster das gekriegt. Ich weiß nicht, wo es ist. Sonst könnte ich es nochmal drücken. Und abgesehen davon hat mir das großen Spaß gemacht, so eine Challenge mal zu machen. Könnten wir vielleicht in 20 Folgen nochmal machen. Ja, ja, ich habe es euch ja auch geschickt. Ich habe auch ein positives Feedback dazu bekommen, dass wir mal nicht ganz so schweinisch von der Wortwahl her unterwegs waren. Ja, das werde ich heute auch nicht, also zumindest nicht diese typischen Männerthemen, und damit will ich es für den Moment bewenden lassen. Ich weiß nicht, wer jetzt am meisten rauskommen möchte mit seiner Geschichte. Ich gucke, der Sammer guckt mich so nee, an. Ich glaube, der Prollo Ferrari, der hat immer irgendwie so total obskure Geschichten. Ich habe tatsächlich eine relativ obskure Geschichte, die aber trotzdem jeder von uns nachvollziehen kann. Du kennst es. Man kennt es ja. Im Urlaub auf Malle gemacht, ja. kostengünstig mit Ryanair zurück. Und dann stehst du am Flughafen, hast ein landestypisches Gebäck im Gepäck und sollst dann 50 Euro zusätzlich zahlen, dass du das Ding ins Handgepäck nehmen darfst. So. Und dann schmeißt das natürlich im Zweifel weg. So haben das auch wohl einige Passagiere gemacht. Das Gebäck. Da hat sich aber tatsächlich der Tourismusminister der Balearen eingeschaltet, weil das weggeschmissene Gebäck war nämlich die sogenannte, jetzt finde ich das Wort nicht, Ensaimada. Das ist so ein schneckenförmiges Gebäck, relativ groß, ja, also so ein Teller groß. Und eben Klassiker für die Rückreise, wird auch offenbar vor allem von den Leuten, die aufs spanische Festland zurückfliegen, gerne mitgenommen und hat bisher auch nie für Probleme verursacht. Und Ryanair fing jetzt an, von Leuten, die sich das mitnahmen, ordentliche Zusatzgebühren kassieren zu wollen. Und das geht natürlich aus Sicht des Ministers gar nicht. Und der hat dann erstmal gleich zum Treffen einberufen wegen Diskriminierung. Die Sache ist nämlich, du kannst dir das Zeug schon im Duty-Free kaufen und dann darfst du es auch mitnehmen, nur eben nicht direkt von der Insel, also von außerhalb des Flughafens. Und das ist natürlich aus der Perspektive Diskriminierung von Anbietern. Ja, jedenfalls, das Zeug ist übrigens aus Mehl, Zuckern, Eiern, Wasser und Schweinefett hergestellt, scheint aber trotzdem recht schmackhaft zu sein. Also eher nicht vegetarisch. Nö, das kommt aufs Schwein an. Also wenn das, die Schweine essen ja auch, ernähren sich ja im weitesten Sinne vegetarisch, das ist ja. Also ich weiß nicht, ob du damit bei einem Vegetarier durchkommst mit dieser Theorie. Ich lasse es gerne drauf ankommen. So, also, Gebäckmitnahme, bisschen eskaliert. Was sagst du dazu als Vielflieger, Sammer? Na, was soll ich dazu sagen? Also ich bin nicht nur Vielflieger, ich bin auch Vielesser. Hast du denn schon mal was mitgenommen, was du abgeben musstest? Ja, der Klassiker ist ja irgendwie, ich glaube, das wird ja jetzt abgeschafft wieder, aber Getränke, hast du plötzlich so eine 1,5-Liter-Flasche noch in der Hand und stehst da und musst sie plötzlich abgeben. Und dann pumpst du dir diese 1,5 Liter noch vor der Kontrolle mal eben so in einem rein. Ja, also Getränke habe ich definitiv schon weggegeben, weil ich sie eben nicht alle gekriegt habe. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich ein Bütterchen mal irgendwie weggeschmissen habe. Keine Ahnung. Ja, mit den Flaschen ist tatsächlich so ein Problem. Ich selber habe tatsächlich am Terminal, also kurz vor Abflug, so eine 1,5 Liter Flasche Wasser entdeckt, die in einem nicht näher benannten Land mit Halbmond
einfach durch die Kontrolle gegangen ist, ohne dass es einer gemerkt hat. Aber tatsächlich in der Regel musste das Zeug ja vorher auskippen. Was ich mich frage, ganz praktisch, wenn du dieses Gebäck außerhalb des Flughafens kaufst, packst das in dein Handgepäck. Ryanair kontrolliert doch gar nicht das Gepäck. Das macht ja ein neutraler Sicherheitsdienst. Das wird wahrscheinlich so eine Kuchenplatte sein. Und spätestens am Gate, das ist eine gute Frage tatsächlich. Das geht ja aus dem Artikel gar nicht hervor. Aber das muss ja irgendwas sein, was du nicht wegpacken kannst, damit die das überhaupt sehen beim Einsteigen. Sonst halt gucken die ja nicht in deine Tasche. Das kannst du ja nicht in die Tasche stecken, so vertikal, oder? Ich weiß ja nicht, was das ist. Also Gebäck könnte ja irgendwie so ein... Teller groß, hat er gesagt. Ich hab hier Teller, ein Foto. Ja, da musst du doch mal clever in so einen Handgepäckkoffer. Hier, das ist so ein sind das weiches, für Anfänger. Schönes, weiches. Das sieht lecker aus. Das sieht wirklich das gut sieht aus. Gut, ja. Bring das doch nächstes Mal mit. Ja, also ich könnte das tatsächlich versuchen mitzubringen, weil ich fliege nicht auf die Balearen, aber ich fliege nach Spanien im Sommer jetzt. Ja, dann bring das mit oder Churros. Churros heißt das, glaube ich. Das sind auch so frittierter Teig, irgendwas, das Das kriege ich bestimmt abgenommen wegen des Spießes. Das tunkt man dann in Schoko oder so rein. Das ist super lecker auch. Also ich werde auch gerne kontrolliert, wenn ich Gebäck im Gebäck habe, weil ich dann zumindest die letzten zwei Male, wo das passiert ist, mit meiner besseren Hälfte auf Geburtstagsreise bin. Das ist ja bei uns so eine Tradition. Und beim ersten Mal war besonders witzig, also vor vielen Jahren, da kannten wir uns noch gar nicht so lange und dann sind wir unsere erste Reise nach Athen angegangen und ich hatte dann für ihren Geburtstag, der am nächsten Tag stattfand, so ein bisschen eingekauft und unter anderem so ein, man kennt es ja, ne, Prollo, so ein Kuchen, der aussieht wie so ein Block, ich weiß nicht, so ein Schoko-Ding, da kannst du so ein Fertigteil aus dem Supermarkt, ich musste halt irgendwas haben, wo ich Kerzen reinstecken kann und so weiter. Und dann hatte ich noch eine Lichterkette dabei, Happy Birthday stand da drauf und das habe ich alles dann zusammen in einen Schuhkarton gepackt und dann haben die mich natürlich rausgezogen und ich hatte das aber alles auch verpackt und haben gefragt, was das ist, dann haben wir das Bild gezeigt und das sah original aus wie so eine Bombe. So dieser Block Plastik-Sprengstoff mit den Kabeln drumherum und ich musste sehr lachen und habe dann aber meinen ganzen Charme spielen lassen und gesagt, das ist wirklich nur ein Stück Kuchen, das ist ein Kuchen, so ein Zupfkuchen oder was. Und dann hast du zum Beweis reingebissen. Nee, ich war ja verpackt, ich wollte das ja gar nicht aufnehmen, die hat mir das geglaubt, aber hat mir das geglaubt, hat gelacht und jetzt in diesem Jahr sind wir wieder weggeflogen, gleiche Nummer, ich wieder schön meinen Schuhkarton gepackt mit den Happy Birthday Sachen, auch natürlich die Lichterkette, einen anderen Kuchen, der war dann rund und dann haben sie mich aber wieder rausgefischt, traditionell und ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich wieder erklären, dass das keine Bombe ist, sondern halt nur eine Lichterkette. Nein, sie hatten dummerweise Leuchtstäbe da, wie heißen die denn, Dinger? Wunderkerzen gefunden. Wunderkerzen. Ja, Wunderkerzen ist ein Feuerwerk, darfst du nicht mitnehmen. Das Feuerzeug, was da drin lag, durfte ich mitnehmen. Das haben sie nicht rausgenommen. Aber die Feuerkerzen, da die Feuerwunderkerzen musste ich wegschmeißen. Naja. Tja. So ist das, aber das ist wie gesagt die Security. Ich fliege aber auch tatsächlich nicht so gerne mit Ryanair, weil die mir immer am pedantischsten zu sein scheinen. Ich glaube, die wollten auch schon mal eine Gebühr fürs aufs Klo gehen verlangen an Bord. Die wollten auch schon mal irgendwie Stehplätze. Warum haben die mal ins Gespräch gebracht vor Jahren? Also alles, wo du daraus Geld machen kannst, das kommt von Ryanair. Da finde ich andere Billigflieger deutlich entspannter. Aber sei es drum. Dafür haben sie natürlich Bombenpreise. Muss ja auch irgendwie das Geld verdient werden. Tja. So. Jo. So ist das. Jo. Also das war jetzt ein kleiner eigentlich ein Verbrauchertipp, ne? Dass man die Dinger, also das nehmen wir jetzt mit, wer mit Ryanair von den Balearen zurückkommt, sollte den Kuchen ins Handgepäck packen und nicht offen woanders, vor sich direkt hinten. Woanders buchen, wer Kuchenliebhaber ist. Ja. Und ihr habt euch jetzt irgendwie ja auch mehr oder weniger verpflichtet, was mitzubringen. Du jetzt, wenn du fliegst, Ben? Ja, aber ich hatte eigentlich Bier vor Augen, aber okay, ich bringe Gebäck mit. Du bringst auch Gebäck mit? Für deinen süßen Zahn. Und der Prollo ist jetzt auch in der Pflicht. Ja, wo geht's denn eigentlich bei dir hin, Prollo? Wohin? In Urlaub. Ich bin pleite. Ich bin pleite. Wir waren im April waren wir doch in gerade in Florida. Lieblingsbundesstaat Florida. Ja. Und im Sommer setzen wir mal aus.
Mal gucken, was immer oder mal? Ist das traditionell, dass ihr aussitzt? Nee, setzt mal aus jetzt. Ja, mal gucken, wir werden uns zu Hause die Zeit vertreiben. Ich finde sowieso, bei näherem Nachdenken, wir sind gar nicht so die Sommerurlauber. Wir sind tendenziell tatsächlich eher vorher oder danach unterwegs, als wir noch keine schulpflichtigen Kinder hatten, auch gerne außerhalb der Ferien natürlich. Mhm. Aber es ist halt schon überlegenswert, ob man die paar Wochen, die in Deutschland dann auch wirklich tendenziell warm oder heiß sind, unbedingt im Ausland verbringen muss. Da macht es ja viel mehr Sinn, so einen fiesen November. Da hast du vollkommen recht, ja. Oder auch Herbst, das, ja. Da kannst du im Süden, kriegst du da noch gutes Gebäck und kannst noch ein bisschen im Meer schwimmen. Ja. Deswegen ein kleiner Reisetipp. Das ist wohl wahr. Im Herbst irgendwie, keine Ahnung, auf die Kanaren oder ich war im Januar auch schon mal in Kalifornien. Das war total geil. Januar ist ja so ziemlich der kälteste Monat hier. Und dann 25 Grad, stehst du da am Venice Beach oder am Muscle Beach da und guckst da aufs Meer. Das ist geil. Das ist cool. Also ich möchte mal ganz kurz an der Stelle kleines Feedback zu dem Kini geben. Ich glaube, ich habe es auf Malta auch schon getrunken, aber es schmeckt interessant. Es schmeckt so ein bisschen wie Sanostol mit diesem Traumzucker. Ja, nicht Ecstasy, sondern Dextroenergen. Ja, vielleicht, das kann es auch sein. Ja. Dextroenergen mit Sprudelwasser. Mhm. Ich schätze das so als so eins von diesen Getränken ein, die im Urlaub total geil schmecken. Es gibt auf ja auch Eis so Weine so. Offenbar. Weinliebhaber, denkst du, bis im Urlaub hast, oh komm, nimm mal eine Kiste von dem Wein mit und zu Hause schmeckt der halt scheiße. Das ist ein Klassiker, ja. Das ist ein absoluter Klassiker. Scheint mir den gleichen Vibe hier zu verbreiten. Ja, aber das ist mal was Neues und das möchte ich ausdrücklich honorieren. Finde ich ganz super. Die Ines, die ist da absolut treu und wahrscheinlich so auch auf Platz 1 der Spendenliste. Definitiv und ich fand es gut, vor allen Dingen hinten raus schön dieser bittere Geschmack. Das mag ich ja. Ja, das steht ja da auch. Was steht da? Irgendwas Bittergedöns, ne? Steht doch da. Bittersweet. Refreshment. Ja. Ja, irgendwie, es hat so diese Grapefruit am Ende. Das gefällt mir gut. Ja, ich vermute durch und durch natürliche Ingredienzien. Schmeckt total, total nachhaltig und gar nicht süß. So. Nein, aber es ist richtig cool. Wasserzuckergeschmack. Karamellfarbe, Zitronen. Wie, Wasserzuckergeschmack. Ach, da ist auch Geschmack drin. Flavorings steht hier. Ja. Gibt es eine deutsche Version? Nee, ist Englisch und Sprachen, die ich nicht beherrsche. Also. So, dann muss ich noch mein eigenes Mitbringsel zerreißen. Also Warsteiner schmeckt auch als Brewers Gold nicht. Ist einfach nicht meins. Bierspezialität, naturtrüb, Gedöns. Und wenn da schon draufsteht Bernsteinfarben, dann weiß ich eigentlich, dass ich die Finger davon lassen sollte, weil dann schmeckt das immer so ein bisschen wie dieses Köstritzer oder so. Das ist halt überhaupt gar nicht meins. Warsteiner ist doch so sehr süffig. Also eigentlich schon. Aber jetzt machen sie ja alle auf so Craft-Bier und haben da noch so Marken. Und ich fand, sieht ja ganz ansprechend aus, dieses schwarze Design, schwarz-gold. Und es wird ja langsam schwer für diesen Podcast Bier im normalen Supermarkt zu bekommen, was wir noch nicht weggeschlürft haben. Also ich fand es aber, ich stehe auf so dunkle Bier und ich fand es besser als ein normales Warsteiner. Ja, ich mag halt mehr dieses Herbe wahrscheinlich. Da sind wir uns einfach, kommen wir uns einfach nicht in die Quere. Jo. So, jetzt haben wir erst einen Artikel hier kredenzt zum Besten gegeben, was ja völlig in Ordnung ist. Vielleicht haben wir aber noch ein bisschen was zu bieten. Ich mache direkt mal weiter hier mit dem AfD-Thema. Und zwar geht es um Sachsen. Und dort werden ziemlich schräge Anfragen von der AfD gestellt. Man kann ja kleine und große Anfragen stellen. Das kennt man ja an die Landesregierung oder auch an die Bundesregierung im Bundestag. Und jetzt, das ist hier aus dem Spiegel und da ist jetzt vorweg, darum die Story geht es dann jetzt erstmal gar nicht, aber vorweg zum Beispiel wird verwiesen auf Rolf Weigand, der 2020 wissen wollte, wie viele gebärfähige Frauen es in Sachsen gäbe, aufgeschlüsselt nach Altersklassen, Landkreisen und Nationalität. Also das finde ich Partnersuche. Das finde ich schon schräg, vor allen Dingen
gebärfähig, wie definiert man eigentlich gebärfähig? Also das finde ich schon ganz interessant, dass würde sich lohnen, da mal nachzuhaken und zu fragen, gibt es da eine Altersgrenze oder müssen die dann eine Umfrage machen, die Landesregierung, damit die AfD dann eine korrekte Antwort kriegt? Ich weiß es nicht. Es geht aber hier in dem Artikel eigentlich vornehmlich um eine andere kleine Anfrage, wieder der AfD-Fraktion, diesmal Sebastian Weipel oder Wippel heißt er. Eine wachsende Anzahl von Bürgern habe des Öfteren Flugbewegungen festgestellt, die nach deren Auffassung, also nach Auffassung der Bürger, mit einer zielgerichteten Einbringung von Chemikalien in die Atmosphäre begründet seien und damit Zielsetzungen wie das Geoengineering oder, Achtung, die Bevölkerungsreduktion verfolgt würden. Also Bevölkerung reduzieren durch Einbringung von Chemikalien via Flugzeugen in die Luft. Diese Anfrage hatte an die sächsische Staatsregierung am 10. Mai 2023 gestellt. Ich kann das mal auch kurz genauer zusammenfassen. Also ich will jetzt hier nicht den ganzen Antrag vorlesen, aber unter anderem, ob der Staatsregierung Erkenntnisse oder Hinweise für eine systematische Einbringung von Substanzen hinsichtlich der in der Vorbemerkung, also dem, was ich gerade vorgelesen habe, genannten Zielsetzungen vorliegen und so weiter. Ob Messwerte, Konzentrationen von Aluminium, Barium, Strontium, ob es da sowas gäbe, ob die das erfasst hätten und so weiter und so fort. Also die Staatsregierung hat jetzt den wunderbaren Auftrag, dies alles rauszufinden. Und ich weiß nicht, Prollo, glaubst du, das geht? Mit den Chemtrails? Ja, genau. Das ist einfach so diese wie beantwortet man so eine schwachsinnige Frage? Ja, mit Nein. Mit Ja. Das wäre natürlich noch besser, ja. Ja, also es ist wohl so, dass diese Anfrage auch so ein Stück weit auf Verschwörungstheorien zurückgeht, was ich nicht wusste, die ist mir noch nicht untergekommen. Das ist wohl eine beliebte Verschwörungstheorie, dass die Bewegungsmuster und die Ausprägung von Kondensstreifen von Flugzeugen darauf hindeuten, dass eben Regierungen oder höhere Mächte dies zur Bevölkerungskontrolle oder Reduktion einsetzen. So, und jetzt hat die AfD nichts Besseres zu tun, als so eine Verschwörungstheorie zum Anlass zu nehmen und eine ernsthafte, also das ist ja ein vorgegebenes Verfahren, also eine ernsthafte Anfrage zu stellen an die Regierung, ob sie dazu Erkenntnis hat. Sag mal, geht's noch? Also findet ihr nicht, ich weiß nicht, das ist doch... Ja, man kann das so mal fragen. Das ist doch nicht mehr... Irgendwie getrollt ist halb gewonnen. An Blödheit nicht mehr zu überbieten. Gibt doch keine dummen Fragen, gibt nur dumme Antworten. Oh Mann, also ich muss sagen, ganz ehrlich, wer so etwas macht, der braucht eigentlich überhaupt gar keine Gegner mehr, die ihn irgendwie argumentativ auseinandernehmen. Aber Moment, macht, Moment, also ich bin ja alles andere als ein AfD-Fan, ja, nicht in den falschen Hals gekriegen, aber unterstellt... Was war das in Sachsen? In Sachsen würde es so viele Schwurbler geben, die das wirklich denken. Boah, so stellt endlich einer mal die richtigen Fragen. Ja, und das wäre ein Thema in einem gewissen Teil der Bevölkerung. Vielleicht auch im Teil der AfD-Wähler. Unter den AfD-Wählern gibt es eben Leute, die das so glauben oder befürchten oder solche Meinungen haben. Dann ist es doch irgendwo jetzt mal losgelöst von der vielleicht lustigen Thematik und auch so ein bisschen, wo du dann dir an den Kopf packst, ist es doch erstmal ein legitimer Gedanke, so eine Frage, die aus der Mitte deines Wahlkreises, wo auch immer, irgendwie Leute beschäftigt, dann auf dem Weg der kleinen Anfrage, wenn du dieses Mittel hast, klären zu lassen oder zumindest da ein Feedback zu bekommen. Das kann ja auch dann von der Regierung genutzt werden, um zu sagen, ja, das ist kompletter Humbug. Und das und das und das spricht dagegen. Und dann trägt man ja zur Aufklärung bei und kann halt diese Schwurbler
was nicht passieren wird wahrscheinlich, aber könnte zumindest diesen Schwurblern auch eine manifestierte, eine auf Tatsachen basierende, ausgewogene Antwort zukommen lassen. Überleg doch mal, das ist doch eine totale Win-Win-Situation, wenn sie sagen, ja, das gibt's, dann hast du ohnehin gewonnen, ne, weil du ja recht hattest und das schon immer wusstest. Wenn sie sagen, nein, was ich für wahrscheinlich halte, dann kannst du immer noch sagen, ja, sie verleugnen diese Tatsache. Ja, so wird es ja. so wird's ja dann wahrscheinlich genau. gespielt. Da aber ich meine jetzt verlieren. So, losgelöst von der Fraktion oder dem, ne, dem Parteibuch und losgelöst von dem etwas lustigen Thema, finde ich es erstmal ja, auch wenn sowas nervt vielleicht, legitim Fragen, die die Menschen beschäftigt, dann als gewählter Vertreter des Volkes halt in diesem Verfahren, diesem verfassungsrechtlich gestützten Verfahren klären zu lassen. Ja, das von der Regierung. Das ist ja unbestritten. Deswegen gibt es ja unter anderem dieses Mittel. Das genau. Das ist ja vollkommen klar. Nur ist es doch hier so, dass erstens jemand, der so etwas denkt, dass die Regierung so etwas macht, und dann gehst du hin und fragst die Regierung. Ja, das ist doch schon fast absurd. Die Leute, die dieser Verschwörungstheorie sozusagen anhängen, die werden im Leben nicht einen Cent darauf geben, was die Landesregierung dazu zu sagen hat. Denn die Landesregierung sind ja die, die sozusagen in Verdacht stehen, beziehungsweise vielleicht verdächtigen sie auch die Bundesregierung oder irgendwelche höheren Mächte. Ja, aber letztlich hängen die Regierungen dann ja alle mit drin und die Landesregierung wahrscheinlich auch. Also wenn die sagen, nein, wir haben dazu keine Erkenntnisse, werden die sagen, ja, das würde ich an ihrer Stelle auch sagen. Hm. Ja, also, aber ich meine, Flugrecht, wenn es das gibt, ist doch bestimmt Bundesrecht. Oder das wäre doch auch eine schicke Antwort, dass die Regierung sagt, nicht zuständig, ja, kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, wenn die AfD selber, ja, wenn die AfD selber als sozusagen unverdächtige Partei in dem Falle ein bisschen Recherche betreiben würde und ihre Wähler, aus deren Mitte das vielleicht kam, dieser Verdacht aufklären würde. Denn es gibt zum Beispiel von 2016 schon Untersuchungen zu diesem Thema wissenschaftlicher Natur, die zu dem völlig überraschungsfreien Ergebnis gekommen sind, dass es dazu überhaupt gar keine Anhaltspunkte gibt. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kann den Politbetrieb natürlich auch irgendwie völlig ad absurdum führen, wenn man vielleicht dann das nächste Mal eine Anfrage zur Existenz des Weihnachtsmanns irgendwie stellt. Also ich muss sagen, ich will damit nur sagen, irgendwie das Ganze ist ja auch mit dieser Gebärfähigkeit der Frauen. Also man muss sich schon überlegen, wen man wählt. Also sorry, ich finde es lächerlich. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das sollte man tun und auch ein bisschen gucken, wofür die gewählten Vertreter dann so stehen. So, völlig mal weg von der Politik hin zu Themen, die die Menschheit schon lange bewegen. Und zwar ein Rätsel. Er wurde gelöst. Was glaubt ihr, was wollten die Menschen schon immer mal wissen? Ich glaube, das kommt jetzt nicht drauf, ist doof formuliert die Frage. Aber ihr kennt ja das Thema Henne oder Ei. Dieses Henne-oder-Ei-Thema. Man hat es an verschiedenen Stellen, aber es wird zurückgeführt im Endeffekt auf die Hühner. Was ist zuerst das Ei oder die Henne? Weil irgendwie ist das ja ein In-sich-Schluss. Aus dem Ei schlüpft eine neue Henne, aber vorher muss es ja schon eine Henne gegeben haben, um das Ei zu legen und einen Hahn wahrscheinlich auch noch, um es zu befruchten. Also darüber streiten sich die Leute. Nur wo kommen die denn dann her, wenn die nicht aus dem Ei kommen? Naja, das Ei hat sich erst später entwickelt. Das ist im chinesischen Klonlabor. Das Ei ist irgendwie auch evolutionsbedingt. Irgendwie gab es vorher eine andere Form der Fortpflanzung. Und dann hat sich das irgendwie durch eine Mutation als vorteilhaft erwiesen. Ja. Und dann war plötzlich das Ei da. Ja, wieso weiß man das erst seit kurzem?
Ich weiß nicht, ob man das seit kurzem weiß. Ich weiß nicht. Ist das das, was du hier vorgezeigt? Ja, das ist jetzt, wissenschaftlich bestätigt. Also bist ein Orakel, du hast das immer gewusst. Nee, ich hätten sie nicht, dich doch mal gefragt. Nein, ich habe das nicht immer gewusst. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr gewusst, dass ich das habe ich wahrscheinlich gerade gelesen, deshalb habe ich das so gesagt. Aber es war mir jetzt nicht mehr klar, dass ich das gerade gelesen habe. Ja, also chinesische und britische Forscher haben hier, also Geowissenschaftler haben hier zusammengearbeitet und haben das herausgefunden und eine Studie in Nature, Ecology and Evolution veröffentlicht. Das ist eine Fachzeitschrift. Ich bin so weit nicht gegangen. Ich habe mir das hier aus landtiere.de gezogen. Eine unglaublich geile Seite, kann ich nur empfehlen. Da gibt es ja viele Hühner- und Kuhfotos und so weiter. Also für so einen Cartwright wie mich natürlich Pflichtlektüre. Und haben das untersucht und sie gehen davon aus, dass die Vorfahren der heutigen Hühner lebendige Küken zur Welt gebracht haben. Also am Anfang tatsächlich noch keine Eier gelegt haben, sondern wie andere Säugetiere vielleicht auch, oder lebendgebärdende zumindest Tiere auch einfach, die da wirklich rausgehüpft sind. Ne? Ich weiß gar nicht, ich will das jetzt nicht sagen, aber ob die Hühner da noch irgendwie ein anderes Loch haben. Wo fällt denn das Ei eigentlich aus dem Arsch oder fällt das aus dem anderen Loch? Nee, das ist alles eins. Ja, die haben ein Loch, glaube ich. Die kacken das raus, ne? Ja. Das ist eine Einlochstrategie, ja. Okay, Einlochstrategie. Vielleicht haben die dann auch durch dieses eine Loch ihre Küken rausgedrückt, dann waren die vielleicht nicht so schön gelb, aber ist egal. Und das war offensichtlich, und das ist auch irgendwo naheliegend, ist auch irgendwo, muss es ja so sein, dass es das Ei nach dem Huhn gegeben hat, aber trotzdem war es ein schönes Rätsel. Hat sich das dann evolutionär weiterentwickelt. Und steht hier auch noch, warum? Noch keine Eier. Und dann haben sie sich weiterentwickelt, denn bisher ging man bei der Henne-Ei-Diskussion davon aus, dass eierlegende Tiere auch selbst aus Eiern schlüpfen müssen. Aber sag mal, so diese ganzen Dinosaurier etc., die haben doch auch Eier gelegt, oder? Genau, pass auf. Zwar sind Eier aus Sicht der Evolution älter als Hühner, denn bereits Dinosaurier legten Eier. So gesehen war selbstverständlich das Ei vor der Henne da. Doch dieses Faktum gehört natürlich nicht zu dem Rätsel, mit dem sich die Wissenschaft seit geraumer Zeit rumschlägt. Im Rahmen dieser Studie haben die 51 fossile und 29 noch lebende Arten mit Hilfe von Scans und Genanalysen untersucht. Und haben festgestellt, dass die, insbesondere also diese 51 fossilen ausgestorbenen Hühnerarten, dass die zwar teilweise Eier legten, aber größtenteils lebendgebärend waren. Ich weiß nicht, wie das durch Scans herauszufinden ist, aber die haben das geschafft. Und dann haben sie sich eben gedacht, dass die frühen Vögel im Endeffekt wie Reptilien, Säugetiere und so weiter ihre Abkömmlinge lebend bekamen. Und dann haben sie eben im Laufe der Zeit sich angepasst an Umweltbedingungen und so weiter und so fort und dann irgendwann angefangen, Eier zu kacken. So, einfach ist das. Während du erzählst, fällt mir übrigens auf, ich habe es überhaupt nicht gelesen, das hat mir mein Vater erzählt. Ja. By the way. Ja, ich finde das unheimlich interessant. Das ist, ich meine, also zumindest auf die Theorie hätte man auch schon sehr früh kommen können. Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen Wissenschaftler so gegangen. Aber dass sie es jetzt belegt haben, cool. Ja, aber interessanterweise, die Lehrbücher, das stand da jetzt gerade noch, müssen jetzt laut dieser Studie oder den Machern dieser Studie wohl umgeschrieben werden, weil bisher war die landläufige Theorie, dass zwangsläufig das Ei irgendwie vor dem Huhn da gewesen sein muss. Also die haben dann... Echt? Das war ja, das ist wohl die in den Lehrbüchern am häufigsten vertretene Theorie, dass aus irgendwie ein Ei vom Himmel gefallen ist und da war dann halt das erste Huhn drin, so wie Adam und Eva. Vielleicht noch zwei Eier, eins mit dem Huhn, eins mit dem Hahn und dann haben die halt losgelegt. Aber wann ist das Huhn ein Huhn? Also bist nicht. Du ein Huhn, wenn du Eier legst, oder bist du ein Huhn, wenn du aus einem Ei schlüpfst? Also ich finde, diese Studie ist mir noch zu unausgereift. Also ich finde, wenn du jetzt anfangen würdest, hier Eier zu legen, dann wäre es für mich ein Huhn. Ja. Also keine Ahnung. Ja, wäre für mich auch ein Huhn.
Apropos Eier, das muss ich jetzt mal doch ganz kurz erwähnen. Ich habe hier in meinem Garten nämlich Nachwuchs gehabt. Und zwar auch aus Eiern. Und zwar Amselnachwuchs. Das war geil. Das war richtig cool. Direkt neben meiner Liege im Garten in der Hecke 5 Amselquäkende, nein, piepsende Amseljunge, die dann aber leider frühzeitig Flügge wurden, als nämlich diese Unwetternacht war. Oder freiwillig oder unfreiwillig? Ja, das ist die Frage. Also nee, sie sind einen Tag vorher sind sie schon Flügge geworden. Das lag, glaube ich, daran, dass der Nachbar da irgendwie ein Loch von der Rückseite in die Hecke geschnitten hat. Und ich gehe davon aus, die Amselmutter ist ja ziemlich schlau, hat die dann wahrscheinlich da rausgeschmissen, um die zu verteilen. Das ist irgendwie, habe ich mal nachgelesen, die versuchen immer dann, oder das hat die Natur auch so eingerichtet, dass die sich im Geäst zerstreuen, wenn sie Flügge werden, um eben Räubern nicht die Möglichkeit zu geben, dass sie gleich das ganze Nest, ganze Brut alle machen. Und dann kam aber die Unwetternacht und dann waren sie plötzlich alle weggelaufen, war denen wahrscheinlich zu feucht. Und die absolute Frechheit ist, das ist echt eine absolute Unverschämtheit, ja, der Beef Rogers, der nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hat. Der hat keine Katzen mit dem Wasserstauch verjagt, so wie ich. Ich habe sogar einen über die Straße verfolgt. Die können ja noch nicht fliegen, wenn die Flügge sind. Die laufen, ne? so ein kleiner Wollknäuel, der über die Straße läuft. Ui. Bin ich noch hinterhergelaufen, habe ihn mit dem Hut eingefangen zurückgebracht. Der Beef Rogers, nichts dazu beigetragen. Und was passiert? Ich habe festgestellt, mindestens einer ist bei ihm im Garten jetzt eingezogen. Das finde ich auch absolut eine Unverschämtheit. Will man so eine Amsel im Garten haben? Ja, natürlich. Amseln sind die besten Sänger von allen Singvögeln. Ah, Amsel, Drossel, Fink und Star. Also die Amsel, also ganz ehrlich, setz dich mal abends hin und hör mal zu. Spatzen, das Gezwitscher braucht kein Mensch, aber eine Amsel ist Weltklasse. Aber ist ja ein Papagei auch. Also ich fühle mich jetzt auch gerade schwer an unsere Oster-Sonderfolge, die ich hiermit nochmal selbst referenzieren möchte, erinnert und mache ein bisschen Sound dazu und sehe hier auf dem Tisch auch noch die stinkenden 100.000 Jahre alten Eier vom Sommer. Der versucht es immer wieder. Ja? Wollt ihr eins? Die müssen nicht gekühlt werden. Die können auch bei 30 Grad. Das ist auch völlig egal. Die sind durch. Da kannst du machen, was du willst. Vielleicht werfe ich eins dem Beef einfach in den Briefkasten. Ja, lass es auch machen. Als Dankeschön dafür, dass er jetzt das Glück hat, eins meiner Amseljunge. Wir können ihm die doch in den Garten legen. Vielleicht denkt er, das sind Amseleier. Und brütet die dann selber aus. Ja, wer weiß. Setzt sich da drauf. Ja. Der Beef. Ja, herrlich. Also ich habe gleich noch eine andere Vogelstory für euch, aber ja, mach du doch erstmal. Machen wir heute eine Vogelrunde hier. Die Vogelrunde. Wir sind gut zu Vögeln. Richtig. Ich hatte ja schon berichtet, insofern, also aus Möwensicht tatsächlich eine schockierende Entwicklung, das war im September, glaube ich, letzten Jahres, dass ein Mann mit toter Möwe auf eine Frau einschlug und dann zur Krönung auch noch seinen Dödel rausholte. Das war ja schon bizarr genug, ja. Und jetzt erging das war übrigens in Hamburg gewesen, und jetzt vor kurzem erging in England sogar ein Gerichtsurteil, und ein Herr wurde wegen Tierquälerei schuldig gesprochen, weil er nämlich mit oder mittels, je nachdem wie man sieht, einer Möwe masturbiert hatte. Und konkret war das in der Hafenstadt Sunderland. Und er hatte wohl dieses, 24 Wochen Gefängnis hat es ihm eingebracht. Das sei mal dahingestellt, ob das nun viel oder wenig ist. Er darf übrigens auch keine Haustiere mehr halten. Das ist ihm also ab jetzt untersagt. Und der Typ hatte sich einfach eine Möwe geschnappt, hat die sich zwischen die Beine geklemmt und war dann da am Werkeln. Und hat dabei offenbar auch ein Porno geguckt. Oder war auf einer Pornoseite unterwegs, nachdem er sich erst versucht hatte, rauszureden. Hatten wir das nicht hier in dem Podcast auch? Oder haben wir uns das verkniffen, weil es zu eklig war? Das scheint jetzt aber relativ frisch passiert. Vielleicht passiert das ja auch häufiger. Ja? Hier steht es doch. Das ist die Fortsetzungsstory, weil das Gerichtsurteil jetzt da ist. Jetzt hätte ich den Artikel lesen sollen besser. Ne? So, das Urteil ist also gesprochen. Ja? Also ich hatte selber nur die Nummer mit dem Möwenschläger dabei.
Und vielleicht hatten wir uns das verkniffen, weil das kommt mir sehr bekannt vor. Beim ersten Mal gab es das Urteil noch nicht und der Typ ist jetzt verknackt worden. Ja, genau. Also dem Vogel hat es wahrscheinlich nicht gut getan. Wenn auch es hieß, er sei unverletzt, was ja schon mal beruhigend ist, aber ich weiß nicht, ob man Vögel traumatisieren kann, aber das wäre auf jeden Fall ein guter Grund für ein Trauma. Ja, und jedenfalls ist die Geschichte schon fast eher so ein bisschen tragisch. Der Mann sei schwerer Trinker und erinnert sich da auch nicht gut dran und hat auch psychisch wohl ein bisschen was an Sorgen. Wohl. Mit Sicherheit. Also jetzt von der Möwennummer mal abgesehen. Ja, gut, aber jetzt letztendlich überführt haben sie ihn mit Überwachungsvideos. Also erstmal hat er sich da wohl versucht rauszureden. Und die kleines Detail am Rande, ja, also nachdem er mit der Möwe fertig war, steht hier, anschließend gab er dem Vogel einen leichten Tritt. Der hat die auch noch vor die Tür gesetzt. Echter Macho. Ja. Fieser Typ. Aber ich meine, entweder hatten wir es hier oder wir haben offline mal drüber gesprochen. Nein, wir hatten es. Wir hatten es, aber das war nur die Story mit dem Masturbieren mit der Möwe und jetzt kam eben das Gerichtsurteil, deswegen geht es jetzt nochmal rund. Wie viel hat er gekriegt? Hast du es noch? Ja, 24 Wochen, halbes Jahr. 24 Wochen, ja. Ungefähr. Ja, gut. Also bei uns hätte er irgendwie ein paar Sozialstunden gekriegt. Das ist also für mich immer wieder überraschend, wie viel softer unsere Gerichte sind. Also meine subjektive Wahrnehmung. Apropos, ich wollte ja noch was zur Bibel erzählen. Jetzt muss ich hier mal gerade kramen. Nämlich wieso die Bibel ein Schweinebuch ist, ein Schweinskrambuch ist, nicht ein Schweinebuch. Und zwar, das ist ein Thema, was wir schon hatten. Ich hätte es jetzt nicht nochmal aufgegriffen, wenn es das ganze Thema nicht sozusagen komplettiert und abrundet. Und zwar hatten wir doch in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass in den USA neuerdings Bücher verboten werden. Mhm. Bücher vor allen Dingen in Schulbibliotheken verboten werden oder der Zugang für bestimmte Altersstufen untersagt wird, beschränkt wird und so weiter und so fort. Und den Ärger hatten wir ja auch mit der Michelangelo-Statue, die im Kunstunterricht gezeigt wurde, wo dann sogar die Lehrerin gefeuert wurde. So, und da, das ist einer Frau aus Utah, einer Mutter aus Utah, richtig schwer auf die Nerven gegangen. Und sie hat damals gesagt, also das ist jetzt ein Gesetz aus dem Jahr 2022, wonach in Utah Bücher und Filme mit pornografischen und unanständigen Inhalten an Schulen verboten werden können und Eltern können dies beantragen. So, und dann hat es irgendwie mal wieder irgendein Verbot gegeben und hat eine Mutter oder Eltern haben jedenfalls waren richtig wütend und haben irgendwie gesagt, jetzt können wir Bücher verbieten und müssen sie nicht einmal mehr lesen und haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir aber auch konsequent sein und haben beantragt, die Bibel zu verbieten, weil die Bibel sei eines der sexgeladensten Bücher überhaupt. Sie enthalte unangemessene Inhalte wie Inzest, Masturbation, also von Möwen ist jetzt nicht die Rede, aber Masturbation, sexuelle Handlungen mit Tieren, also weiß ich nicht, ob es da um Möwen geht, ich bin nicht bibelfest, das müsste mir dann mal jemand erklären. Das Buch Erdogan oder was? Wie bitte? Was? Ich habe nichts gesagt. Prostitution, Genitalverstümmelung, Oralverkehr, Dildos, Vergewaltigung und sogar Kindsmord. All das gibt es wohl in der Bibel, die ich, so oute ich mich jetzt, niemals gelesen habe. Und das ist natürlich schon eine geile Nummer, finde ich, von den Eltern, sozusagen die Schwachsinnsregelung oder die Gesetzgeber mit ihren eigenen Mitteln zu konfrontieren und siehe da, das Komitee, es gibt dann immer so Komitees, die von den Schulen gebildet werden oder von den Bezirken gebildet werden, die dann für diese Anträge, um diese Anträge da abstimmen und siehe da, dieses Komitee im Bezirk Davis County, nördlich von Salt Lake City, hat tatsächlich diese Bibel
sozusagen aus dem Verkehr gezogen, mit einer sehr zweifelhaften Begründung. Sie sagten nämlich, oder das Komitee ist zu dem Schluss gekommen, dass das Buch nicht gegen das Gesetz verstoße, gegen dieses Gesetz aus 22. Aber trotzdem habe man sich dafür entschieden, den Zugang auf Schülerinnen und Schüler im Highschool-Alter zu beschränken. So, was haltet ihr davon? Tja. Ist das nicht konsequent? Ich meine, ich find's schon irgendwie schwachsinnig, so, dass es überhaupt solche Gesetze gibt. Diese Bookbans, diese sogenannten, sind wohl 40% mehr Bücher jetzt in den USA irgendwie im laufenden Jahr schon verboten worden als 22. Das nimmt ja schon irgendwie groteske Züge an. Irgendwie irgendjemand bei den Eltern kann sich immer gestört fühlen. Und meistens sind es ja dann auch so durchaus religiöse Themen. Und dann geht da so eine Mutter hin und sagt, okay, dann bitte auch die Bibel weg. Aber die haben es ja nicht aus den gleichen Gründen gemacht, obwohl da ja solche Themen angesprochen werden. Sie haben es ja jetzt offensichtlich nicht auf dieses Gesetz gestützt, sondern auf andere Gründe. Diese Begründung ist ja total verlogen. Ist ja dann auch wahrscheinlich, um bestimmten Leuten nicht auf die Füße zu treten oder so. Ja, wahrscheinlich, genau. Also ich interpretiere diese Begründung so, das fällt schon unter das Gesetz, aber man kann das nicht öffentlich sagen. Nicht in Utah. Man kann nicht in Utah sagen, dass die Bibel unanständig ist. Und trotzdem, weil es drunter fällt, nehmen wir es sicherheitshalber mal raus, dann haben wir keinen Ärger. Ja. Ich habe übrigens was damit dabei, was genauso ungesund für Kinder ist. Und tatsächlich im Nachhinein muss ich diesem Kini mal hier zugestehen, dass er tatsächlich, es gibt noch fiesere Dinge, weit fiesere. Ach du Scheiße. Und ich habe mal eine schöne... Ihr glaubt nicht, was der Prolo jetzt mitgebracht hat. Eine wunderschöne, drei wunderschöne Capri-Sonnen habe ich mitgebracht. Eines Multivitamin, wer den möchte. Der Rest ist orange. Ich nehme am liebsten die klassische. Vegan steht jetzt hier sogar drauf. Das Zeug, ja, das ist wahrscheinlich das einzig Gute, was man über das Gesöff sagen kann. Capri Sun heißt das jetzt. Früher hieß das also, mal Capri Sonne. Ja, genau. Du weißt ja, dass Capri Sonne so ziemlich das ungesundeste Getränk, also nicht alkoholische Getränk ist, was es überhaupt gibt. Also das kriegt regelmäßig von irgendwelchen Verbraucherschützern irgendwie das Etikett mega ungesund, weil super viel Zucker drin ist. Das ist tatsächlich äußerst schlimm. Nichtsdestotrotz ist zumindest nach meiner Erfahrung das Gesöff eigentlich von keinem Kindergeburtstag wegzudenken. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht in den falschen sozialen Kreisen bewegen, aber... Also wir haben aber immerhin mit Papierstrohhalm. Wir haben es tatsächlich einmal auch hier gehabt, aber ich habe mir größte Mühe gegeben, das nicht zum Getränk der Kindheit meiner Kinder zu machen. Ich habe es tatsächlich früher auch häufig getrunken und ich habe es echt gern getrunken. Kein Wunder, ne, wenn es so süß ist. Und dieser Vogel übrigens da drauf, ich habe ja hier so ein klassisches, das muss ich mal gleich mal fotografieren. Die Zuhörenden können leider nicht sehen, hier ist nämlich so ein Piepmatz drauf. Wahrscheinlich habe ich das deswegen gekriegt, weil ich eben von den Amseln erzählt habe. Und wenn ich den Schnabel sehe, muss ich lachen, weil der ist sehr breit gezogen hier. Das ist so jetzt natürlich kein echter Vogel, sondern irgendeine Comiczeichnung. Ich zeige es hier den Jungs nochmal. Ja. Sehr breit Pinguin gezogen. Ist das auch. Und mich erinnert das jetzt tatsächlich an die Amseln, weil wenn die so jung sind, dann sehen die aus wie ihre eigene Karikatur. Die haben einen sehr breit gezogenen Schnabel. Und als ich das erste Mal, als sie geschlüpft waren, dann habe ich so den Kopf in die Hecke gesteckt und dann war direkt so 20 Zentimeter vor meinem Gesicht saß so eine kleine Amsel auf dem Ast, guckt mich an, total regungslos. Total regungslos nach dem Motto. Die haben wahrscheinlich gedacht, was bist du denn für ein Vogel? Wer bist du denn? Ja, die kennen ja noch nicht, die wissen ja nicht, wer ist Freund, wer ist Feind. Und was macht der Vogel so nach ungefähr 5 bis 10 Sekunden? Streckt den Kopf in die Luft und macht einen Schnabel auf. So nach dem Motto, jetzt bitte einen Wurm. Ja. Sehr geil. Apropos Wurm, sag mal, guck mal bitte aufs Haltbarkeitsdatum. Das ist irgendwie, der Strohhalm ist orange. Ja, dein Strohhalm ist noch aus Plastik. Wann hast du das denn? Vielleicht habe ich Glück und muss es nicht trinken. Oh, du hast Glück gehabt. März 22, doch, das scheint sich irgendwie im Schrank versteckt zu haben. Guck mal, da hatten die noch Plastik. Dann vielleicht bewahr das mal auf. Ich Schweingart. Was ist denn hier bei uns? Einreichen. Also die müssen relativ neu sein, weil wir noch zugekauft hatten für den Geburtstag. Ist leider so, muss ich auch zugeben.
Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, der Sammer berichtete ja gerade davon, dass in amerikanischen Schulen vielleicht die Bücher knapp werden. Auch so scheint der Elan da ein bisschen raus zu sein. Ich habe hier ganz heiß zugespielt bekommen, eine Szene aus einer amerikanischen Schule, die ihr vielleicht sogar kennt. Bueller. 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 He's sick. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend heard from this guy who knows this kid is going with the girl who saw Ferris pass out at 31 Flavors last night. I guess it's pretty serious. Ja, der Sammer lacht, weil das ist ein Insider bei uns. Bueller. Ferris Bueller's Day Off. Bueller, Ferris macht wer blau. Wer weiß es, wer weiß es. Ja. Ferris macht blau, ja, großartig. Vor allen Dingen die Szene, wo alle im Unterricht total eingeschläfert sind von diesem total monotonen Lehrer. Der da gerade gesprochen hat. Ja, und der erzählt was irgendwie von so einer Wirtschaftstheorie, von irgendeinem Act, von irgendeinem Gesetz, was die da erlassen haben und was George W. Bush als Voodoo bezeichnet habe, keine Reaktion, totale Stille in dem Raum und der, ich weiß nicht, ist es der Ferris? Einer ist jedenfalls eingeschlafen am Tisch und da läuft so der Sapper, der Speichel aus. Ja, der Ferris macht ja blau, der ist es nicht. Der ist es nicht. Ja, großartiger Film. Also ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, aber... Wir haben schon immer mal wieder drüber gesprochen und dann sage ich mir jedes Mal, ach, guck ihn dir nochmal an. Ja. Weil das war früher einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich fand den so geil, diesen Film, muss ich wirklich sagen. Ja, ja, muss ich auch nochmal... Bester Film von Matthew Broderick. Ja, muss ich nochmal angucken. So, bevor wir jetzt gleich schon den Alarm abfeuern müssen, möchte ich aber noch gerade was zu den drogenabhängigen Schwänen loswerden. Denn skurrile Szenen spielen sich zurzeit in der Slowakei ab. Da gibt es einen Biobauern, der ein Mondfeld unterhält. Und da sind dann irgendwann Anfang des Sommers mal 200 Schwäne auf der Durchreise gelandet, haben angefangen, seinen Mond zu fressen. Und dröhnen sich jetzt mit diesem Mond so dermaßen voll, dass sie zu high sind, um weiterzufliegen. Also die das heißt, die hängen da und fressen. Die hängen da jetzt weiter, seit Wochen rum und sind halt die ganze Zeit breit von dem Mond, also Opium eigentlich. Geil. Und sind so breit, dass sie nur noch durch die Gegend torkeln und nicht mehr starten können. Und auch offensichtlich vielleicht ein bisschen abhängig sind und immer wieder zurückkommen. Die haben dem schon... Laut dieses Artikels, jetzt in T-Online, war auch fast wortgleich bei Focus Online, haben sie ihm wohl schon 5 Hektar abgefressen von seinem Feld. Und man hatte zuerst vermutet, dass es halt die Pestizide sind oder so. Aber nein, das ist ja ein Biobauer, der benutzt gar keine Pestizide. Das ist einfach das Mohn oder der Samen, weil der ist das Einzige, was wirklich den schmeckt von diesen Mohnpflanzen. Und damit knallen die sich jetzt seit Wochen weg. Finde ich irgendwie witzig. Also hier werden sie auch die Drogenschwäne vegetieren im Rausch auf dem Feld vor sich hin. Häufig zu berauscht, um überhaupt fliegen zu können, schreibt SWR3. Da die Tiere in der Slowakei als geschützt gelten, dürfe der Bauer die Drogenparty nicht beenden. Dafür bräuchte er eine besondere Genehmigung, die er auf die Schnelle nicht bekommt. Alles, was er machen kann, ist, die Tiere mit in die Hände klatschen zu vertreiben. Ja, geil. Mhm. Was immer wieder so passiert auf der Welt. Aber Tiere und Drogen ist auch kein ganz neues Thema. Ich erinnere mich, vor gefühlt 100 Jahren mal eine Tierdoku gesehen zu haben über irgendeinen Baum, der irgendwelche gegorenen Früchte trägt und wo extra deswegen verschiedene Tierarten, auch Elefanten unter anderem, zu diesem Baum trotten oder zu diesen Bäumen und die absichtlich futtern, weil sie auch wissen, dass sie dann einen richtig schönen Rausch kriegen und dann hängen die ja alle total stracke unter diesem Baum und finden es geil. Ja. Warum denn nicht? Also sollen die auch ein bisschen Spaß haben? Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, diese majestätischen Tiere, gleich 200 Stück davon, die in langen Beinen eiern da so über so ein Feld, so völlig zugedröhnt, so. Das finde ich irgendwie geil. Also super cool. Zum Thema fällt mir gerade noch ein, habe ich auch gerade erst
kurzen Beitrag gesehen, gab es jetzt so ein bisschen eine Tragödie, ein Drama, und zwar in einem Zoo, der ein Gehege hat, ein Vogelgehege für ganz seltene Geier. Es geht jetzt nicht um die Bartgeier, die ich beim letzten Mal vorgestellt habe, sondern irgendwelche anderen Geier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die sind fast ausgestorben und sollen in Kürze ausgewildert werden. Ich weiß nicht, wo. Jedenfalls hatten die gerade auch Nachwuchs in den Nestern, diese Geier. So. Und das ist halt ganz selten und dieser Nachwuchs ist super wichtig. Und was ist passiert irgendwie oben auf dieser Voliere? Das ist ja so mit Gitter. Da hat auch irgendwie ein Storch genistet und dann sind zwei Jungvögel, haben sich verheddert mit ihren Beinen in diesem Gitter. So, und dann wussten sie im Zoo nicht, was sie machen sollten, weil sie haben gesagt, irgendwie die Jungen, die waren irgendwie gerade geschlüpft von den Geiern und haben sie gesagt, wenn wir da jetzt hochklettern, dann riskieren wir, dass die Panik kriegen, aus dem Nest da rausspringen und sterben, die Jungen. Und dann haben sie entschieden, gar nichts zu machen und diese zwei Störche sind tatsächlich verendet da oben. Und jetzt gibt es da natürlich eine große Kontroverse, wieso haben die nichts gemacht und wieso ist es überhaupt möglich, dass da das passiert und so weiter und so fort. Ach, die Storch-Jungtiere haben sich verheddert. Ja, die Storch-Jungtiere, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unklar erzählt habe. Also die haben da oben genistet und von oben kommend sind die da irgendwie da mit den Beinen durch diese Gitter da rein und nicht mehr rausgekommen. Und die nisten da eigentlich halt irgendwie wohl regelmäßig und jetzt wollen sie irgendwie es hinkriegen, dass das demnächst gefahrlos passieren kann. Aber ja, also eine Tragedy. Ja, aber jetzt, weil ich hier so ein schönes Jingle vorbereitet, das mag ich jetzt nicht mehr abspielen bei so traurigen Themen. Oh, das tut mir leid, jetzt habe ich deinen Jingle versaut. Ja, ich hatte ja so einen Drogen-Jingle. Aber ist egal, hebe ich mir auf fürs nächste Mal und spiele stattdessen den hier. Das ist ja quasi längst überfällig. 1:10 sind wir hier schon. Heute mit sehr langsamem Tempo irgendwie. Wir haben gar nicht viel so gemacht. Ich habe so das Gefühl, ohne den Beef sind wir ein bisschen langsamer unterwegs. Ja, ja, er haut ja einen Knaller nach dem anderen raus. Ja, gut, der Beef, der hat halt auch immer die versauten Themen. Das ist das eine und das andere. Ja, liest ja dieses Schmierblatt, Süddeutsche liest er ja. Ja, und wir haben außerdem die Gelegenheit ja genutzt, dass er mal nicht da ist und haben einfach auch mal so ein bisschen wirklich anspruchsvolle politische Themen am Anfang diskutiert. Das ist ja mit ihm nicht möglich. Ja. Der haut dann ja immer direkt außerdem zu. Außerdem mag er keine Vögel. Er sagte mal, wenn wir mit den Vogelthemen kommen, ich bin ja kein Ornithologe, hau ab. Ich habe jetzt tatsächlich nichts zu einem Vogel noch zu bieten, bevor irgendwann das Thema Teaser kommt, aber ihr erinnert euch, ich hatte gesagt, ich kläre das noch auf. Bei der letzten Folge hatten wir doch über Markus Lanz gesprochen, wenn du erinnerst dich. Ja, und du hattest, nicht gut, glaube ich. Also die meisten von euch fanden den doof und ja. Ja, und du hast aber was gesagt, was ich hier auch wiederfinde. Also das offene, lose Ende war folgendes. Ich habe gesagt, der hatte auch letztens mal was anderes gemacht als nur seine Sendung. Der hat irgendwo eine Doku gedreht und da ist er auch zerrissen worden. Und Ben, du hast irgendwie letztes Mal gesagt, dass der so einen Betroffenheitsjournalismus oder wie hast du das genannt? Ja, in seiner Sendung jetzt vor allem. Ja, also der hat ja schon verschiedene Dokus gemacht, auch irgendwie eine, wo er da an Nordpol wandert und so. Aber ich finde halt gerade in der Sendung, da hat er immer so diesen, weiß ich nicht, diesen Betroffenheitstouch dabei. Und das finde ich ein bisschen zu dick. Ansonsten, ich finde den, glaube ich, nicht so schlecht, wie ihr den schlecht findet oder nicht hören wollt. Aber das hat, das trägt immer so ein bisschen zu dick auf. Ja, er hat jetzt jedenfalls, ich habe nachgeguckt, ich wusste nicht mehr genau, was das war. Ja, es ging um eine Doku über Moldawien. Oh, ich schmecke die Capri-Sonne, das merkt man richtig. Jetzt das müsstet auf. Ihr sehen. Jetzt bam. Es ging um eine Doku, er ist nach Moldawien gefahren, hat da irgendwie einen Beitrag gedreht und Leute interviewt auf der Straße und so und hat dann, also das ist hier vom Fokus online kommentiert, hat dann in poetischer Schlichtheit kommentiert, es liegt eine Traurigkeit über Chisinau oder wie auch immer man das ausspricht, Chisinau. Das ist tatsächlich so ein bisschen diese Betroffenheitsmasche und richtig schön fand ich, das, was sie hier im Fokus geschrieben haben. Und zwar schreiben sie,
Gegenliebe bekommt er jedoch nicht dafür. Da hat er irgendwie die Frauen, die er angesprochen hat, hat er irgendein Kompliment gebracht. Ihr wollt uns doch nur unser Land wegnehmen, wirft ihm eine der alten Frauen vor, dem Mann aus dem Westen. Und dann er, Zitat, die Moldawier haben Angst, zum nächsten Ziel Russlands zu werden, sagt Lanz. Und dann der Fokus, der Kommentar hat nichts zu tun mit dem, was er zu hören bekommen hat. Also sie haben gesagt, ihr, also an den Westen gerichtet, wollt uns doch nur unser Land wegnehmen, ja, an den Lanz, an den Westen gerichtet. Und er sagt, die Moldawier haben Angst, zum nächsten Ziel Russlands zu werden. Also das wollte ich nur eigentlich noch nachliefern, weshalb ich gesagt hatte letztes Mal, dass er da eine Doku hatte, wo er nicht gut weggekommen ist. Über Moldawien. Okay. Ja, Moldawien, ne? Ja, ansonsten soll ich jetzt... In Moldawien, Borat spielt nicht in Moldawien, ne? Ist das Molvanien? Gibt's denn? Ist das ein echtes Land? Müssen wir uns das mal gerade anhören. This is Natalia. She is my sister. She is number 4 prostitute in all of Kazakhstan. Kazakhstan. Nice. Soll ich jetzt mit dem Quickie durchstarten? Der ist sowas von quick. Also ja. Wenn noch jemand was hat, so viel Zeit hätten wir noch. Prollo? Ich habe Zeit. Prollo hat Zeit und ist mit seiner Capri-Sonne noch nicht durch. Ja, also okay, dann komme ich jetzt mal mit dem Quickie um die Ecke, der echt quick ist. Und zwar, könnt ihr euch vorstellen, es gibt ein Dorf, das heißt irgendwie, ich sage jetzt den Namen, sage ich jetzt nicht, auch wenn ihr es nicht kennt, sage ich jetzt trotzdem nicht, das liegt in einem Land und das könnte bald in einem anderen Land liegen. Wie kann das denn passieren? Erdrutsch. Boah! Hat der Ben die Story gehört? Dann ist der Ben einfach gut. Dann ist der Ben einfach wirklich gut. Es geht hier um ein Dorf in Österreich. Und zwar Hörbranz heißt das. Ja, Gemeinde Hörbranz. Ich habe sie extra nochmal auf Google Maps auch aufgerufen. Und da gibt es im Moment, das ist halt irgendwie, das ist Bodensee-Gegend und Grenzgebiet zu Deutschland. Sie ist wirklich sehr, sehr nah an der deutschen Grenze, so was Google Maps mir hier zumindest so anbietet. Und da ist ein Hang ins Rutschen gekommen. Und der rutscht irgendwie jetzt schon was länger, aber jetzt zuletzt hat er irgendwie stattliche 7 Meter das Dorf in Richtung Deutschland. Das ganze Dorf auf einmal? Ja, ich weiß nicht, wie viele Häuser betroffen sind. Ich hätte jetzt gedacht, die gehen da kaputt oder so eigentlich. Also es ist wohl evakuiert auch. 3 Häuser sind unbewohnbar mittlerweile. Und es ist wohl auch so, dass Mauerwerk etc. alles verschoben wird. Und also irgendwie, ich weiß nicht, das ist kein Bild jetzt von den Häusern, aber man kann sich vorstellen, wenn ein Haus 7 Meter verschoben wird, dass das nicht mehr ganz gerade steht. Hier steht halt nur Gelände und Mauern haben sich verformt. Aber krass, oder? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie weit ist es von der Grenze. Vielleicht ist das nur, um die Überschrift so ein bisschen aufzupeppen. Aber es ist tatsächlich irgendwie sehr durchaus Grenzgebiet. Ist quasi grenzwertig, die Situation. Grenzwertige Situation im Grenzgebiet. Und wenn es weiter rutscht, dann könnte es sein, dass hier ein wahrscheinlich dann aber nicht mehr bewohnbares österreichisches Dorf plötzlich in Deutschland liegt. Ja, machst du damit? Jetzt schieben wir es wieder zurück. Was machst du damit, ja? Finde ich cool. Ist natürlich für die Versicherung vielleicht tatsächlich spannend, für die Gebäudeversicherung. Wenn dein versichertes Gebäude dann einkracht, aber im Ausland liegt. Ja, auch nicht nur das. Wenn du das jetzt sagst, da fällt mir mal jetzt ganz an, ich will es jetzt nur anschneiden, weil es ja doch ein sprödes Thema ist. Aber jeder, der schon mal ein Haus gebaut oder gekauft hat, der weiß, oder ein Grundstück, der weiß doch, dass es immer ganz, es gibt genaue Parzellen und so weiter und so fort. Auch die Grunderwerbsteuer musst du dann in Deutschland zahlen. Ja, aber stell dir mal vor, du hast dann... Nicht Grunderwerbs, die Grundbesitzabgaben, meine ich. Wenn du jetzt da Hausbesitzer in Österreich bist und dann hat sich deine Parzelle verschoben auf deutsches Gebiet, aber da ist ja auch im Grundbuch was ganz anderes eingetragen, nämlich eine Wiese vielleicht.
Du musst es abreißen. Das sind ja Fragen über Fragen. Ist nicht zulässig. Das ist ein Schwarzbau. Der Zaun steht 7 Meter zu weit drüben. Das ist ein Schwarzbau dann. Ja. Und kannst du dann, gehört dir dann noch die Parzelle in Österreich, und das dann zurücklaufen und genau da, wo jetzt irgendwie nur Schutt und Geröll ist, dann ein neues Haus bauen? Wenn du das geil findest. Wahrscheinlich schon. Ja, interessant. Ja, keine Ahnung. Fragen über Fragen, ich sag euch. Tja. Also das klären wir alles noch in den nächsten Sendungen. Vielleicht greifen wir es nochmal auf, wenn das Dorf dann in Deutschland angekommen ist. Dann wird man es vielleicht erfahren. Apropos nächste Sendung, vielleicht um ein bisschen zu teasern und uns unter Druck zu setzen. Wir haben ja eigentlich noch viel vor in diesem Jahr. Wir wollten noch einmal, ich habe am Wochenende Heavy Metal gehört mit Hank Frank Schrader, waren wir in Köln und haben uns die Birne durchpusten lassen. Und bei der Gelegenheit haben wir dann auch besprochen, dass wir im Sommer vielleicht nochmal in seinen Garten einfallen, so wie letzten Sommer, eine großartige Folge. Er sagte auch und er versprach auch, dass er die Kartoffellöcher da wieder mit Bier vollstellt. Also da kann man sich drauf freuen. Ich hoffe, dass das klappt. Der ist inzwischen erfolgreich umgezogen. Wenn es nicht klappt, machen wir es zumindest bei ihm im Keller. Da hat er nämlich jetzt eine Kellerbar. Das Zweite, was wir uns vorgenommen hatten, war ja vielleicht mal so eine Art Sondersendung aller Ein Kessel Buntes. Da könntet ihr uns ja ein bisschen helfen. Entweder seid ihr Expertinnen oder Experten und vielleicht so schöne, lustige, wie nennt man das, Klatschpresseartikel zukommen lassen, die wir dann hier mal zitieren. Also da würden wir eine Sondersendung Klatschpresse machen. Yellow Press bitte und Co. Schickt uns Futter. Genau. Und lade ich natürlich auch alle ein, die da sach- und fachkundig sind, hier einfach mitzumachen. Ja, und die Einsendungen an vidp@benanza.de. Richtig. Und last but not least haben wir auch auf unserer Buchungsliste den, ich habe fast gesagt Promovierten, er ist glaube ich nicht promoviert, aber den Superbiologen und super alles Erklärkönner, Reinier, auch den werden wir nochmal in einer der nächsten Folgen bringen mit einem Thema, was er uns schon verraten hat. Und ich will es aber nicht verraten, aber das ist so geil, dass ich euch da auch sehr herzlich einlade. Irgendwann so August, September werden wir das hinkriegen, das euch auch zu geben. Also abonniert das jetzt hier, damit ihr nichts verpasst. Ja, und nicht zu vergessen, Ben, der Wasserexperte ist im August eingeplant. Der Wasserexperte, stimmt, vollkommen recht. Eine neue Stimme hier im Podcast, ein Wasserexperte. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, Wasser ist das Gold der Zukunft. Und der kann uns das vielleicht noch ein bisschen mit Fakten untermauern und das eine oder andere rund ums Wasser klären mit uns. Also das wird, weiß nicht, ob es eine Spezial, vielleicht machen wir eine Spezialfolge draus, noch eine weitere Spezialfolge, nur Wasser und wie man aus Wasser Bier macht und so. Ich sammle schon, ich kann sagen, man kann zum Thema Wasser findet man so unfassbar viel. Ich freue mich wie Rulle auf diese Folge, vor allem Dingen, weil der Bekannte, der dann kommt, der ist wirklich Experte. Also da kann man noch einiges lernen. Da kann ihm keiner das Wasser reichen. So ist es. Ja. Das hast du so schön gesagt. Dann gehen wir damit jetzt raus. Bis bald, bis demnächst. Wir kommen irgendwie gemeinsam durch den Sommer und es bleibt spannend. Macht es gut. Prost. Tschö.